Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play South Park. In der letzten Episode haben wir Stans Schwester Shelly besiegt und für heute habe ich mir gedacht, erstmal würde ich hier gern den Widerlichkeitsschaden runternehmen, denn ich möchte eine andere Waffe verwenden. Und zwar, es sieht zwar eigentlich schlechter, und zwar Feligengard hier, 4 Angriffe hat, das Ding ist ein Dolch. Das Schöne ist allerdings, ich kann mehrere Slots reinpacken. Und zwar machen wir erstmal den Widerlichkeitsschaden wieder rein. Und ich würde sagen, ich mache noch den Frostschaden rein. Damit haben wir jetzt 2 Statuseffekte auf unserem Dolch, der hinzugefügt wird. Er ignoriert 25 feindliche Rüstung und macht den Gegner auch noch blutig beim perfekten Angriff. Die Waffe hier macht 3 Statuseffekte mit einem Angriff. Das ist einfach nur episch. Bevor wir jetzt weitergehen, gehen wir nochmal zu Shelly. Die war hier oben. Denn nachdem wir sie verprügelt haben, können wir ihre Freundschaftsanfrage bekommen. Jetzt können wir sie noch ein bisschen ausrauben. Sadie Dakota, Anspielung auf Hannah Montana. Ah, was haben wir? Puppe der verwöhnten Hure. Ja, Reach for the Skylar und Tautropfen Funkelstickers. Na gut, es ist ein Mädchen. Natürlich kriegt man hier Mädchenkram. Sonst noch irgendwas? You just got lucky, new kid. Glaube ich nicht. Ich habe die übelst die Fresse poliert, Mädel. Na gut, wie ich gesagt habe, heute kümmern wir uns um Jimmy. Dazu wechseln wir mal zum Baden. Nehmen wir dich mal mit. Und nehmen und gehen jetzt erstmal den Bling. Und zwar möchte ich jetzt erstmal zum zur Farm. Denn bei der Farm finden wir... Oh, hier sind die Banner, die wir zerstören sollen. Nehmen wir gerade mit, wenn wir einen zu sehen. Da oben ist die Farm. Und da möchte ich hin. Theoretisch könnten wir jetzt hier auch die Ratten, die uns im Weg sind, wegfurzen. Aber... Oh boy, the cattle ranch. We're here. Excuse us. Hello. Hey, get off my ranch. Sorry to bother you, sir. We are elven warriors of the forest. I understand you might have a flute for sale. Okay. You want to buy the flute? Okay. It just so happens I'm a level 10 bard, and a flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Ah. Jetzt geht das wieder los. A flute is just what I need to play. A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Magical songs of enchantment. Dieses Mal können wir es nicht unterbrechen. Nicht so wie beim letzten Mal. Auf ein Chänchen. Ich meine, ihr könnt... Nee, könnt ihr wirklich nicht. Ich könnte gar nichts machen. Enchantment. Yeah, well, the only problem is the flute's in the barn, and there's where the crazy cattle are locked up. Damnedest thing I ever saw. Some of the cattle started acting real funny. Okay. I tried to calm them down, but they shouted something in German and then tried to kill me. Well, don't worry, sir. You just need the help from a level 10 bard and his warrior friend. Okay. Leave it to us. All right, if you say so. Here's the keys to the barn. Dann gucken wir mal, was uns jetzt hier für Scheunen, in der Scheune für Kühe erwarten. Timme! Na? Gucken wir mal nach, was hier so auf uns wartet. All right, cows. It's time to start misbehaving. Looks like we got a fight on our hands. Hier könnt ihr auch nochmal die Zensur betrachten, bei den Kühen hier. Ihr seht, die haben so Bänder mit
Ihr seht, an den Bändern sind diese Streifen. Ja, und die reden auch. Schönen Tag. Jawohl! Jawohl, genau so. Und zwar die Kühe, die sind alle, das sind Nazi-Kühe. Und ja, ihr seht, hier, das wurde auch zensiert. Wenn sie den Hitlergruß machen, die Nazi-Symbole sind wegzensiert. Ach du Liebe! Ach du Liebe! Ich muss schon sagen, ich mag das eigentlich. Okay, für Jimmy müssen wir jetzt die angezeigten Tasten eingeben. Sleep now, the whippoorwills are dancing. Gently now, put your mind to rest. Wunderbar. Und damit haben wir alle Kühe zum Schlafen gebracht. Und da sind auch schon ein paar tot. Die sind auch gleich explodiert. So muss das. Scheiße! Scheiße! Denn die jagen sich ansonsten selbst in die Ruhe, in die Luft. Sie werden, der, die wird es jetzt noch machen. Oh. Au. Ach du Lieber. Na gut, wir haben die Kühe besiegt. Kriegen hier noch ein paar Springerstiefel. Die Nazi-Armbänder. Also ihr seht schon, hier gibt es ein paar Sachen einzusammeln. Gucken wir mal, was hier oben noch so... Ja. Komm her! Wunderbar, und dann kommen wir hier ran. Was haben wir denn hier? Die Flöte! Wuhu! Dann haben wir die magischen Zauber... für Jimmy. Mal gucken, was das so bringt. Gehen wir gleich zum Farmer. Haben die Kühe getötet. Hallo, Farmer. Hey, you did it. You elves were pretty all right. Did you find the flute? Ja. I sure did, Rancher Bill. And now my bardic abilities will be greater than ever before. Yay. Well, you are. See you around. Thanks, new kid. I couldn't have done it without you. Where should we go next? Wir haben Jimmy. Seine magische Musik haben wir abgeschlossen. Dafür gibt es nochmal gute Erfahrung und einen neuen Freund. Dann gehen wir weiter. Ich würde sagen... Oh nein, Nachricht von Jimmy. Was hat er denn geschrieben? Ich habe 3 Shows pro Nacht im Kichernden Esel. Nächste Woche geht's los. Hier ein Ausschnitt aus meiner Aufführung. Was hat 2 Krücken und ist gerne ein Bade? Aufgeben? Dieser Kerl. Oh, was für ein fantastisches Publikum. Oh man, Jimmy. I'll give you a good price. Mhm. Ah ja, stimmt, der verkauft ja nicht. Bei dem kann ich ja nicht verkaufen. Das ist nicht gut. Nein, nein, nein. Nun gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen weiter. Und zwar gibt es nämlich noch was wir erledigen sollen. Dafür... Ja, bist du selber schuld. Was machst du auch immer einen auf Stress machen wollen hier? Ja. Oh. Ah. Damit können wir jetzt hier hoch. Hallo. Well, breaking and entering. That was awesome. Hehe. Können wir hier hoch? Ja. Und was finden wir hier? Eine Schneeflocke. 2 MP für Eisschaden. Können wir darüber? Nein. Ja, dann gehen wir wieder runter. Ah, ach so, ich bin hinten. Alles klar. Alles klar. Ja, da oben ist auch nichts. Von daher passt das schon. Hm. Hier ist der Taco Bell. Hm. Ah, wir sollen hier nur hoch. Damit wir hier hoch können. Und da rankommen. Oh.
Handschuhe. Jetzt bin ich wieder hier hinten. Da wollte ich ja unbedingt hin. Gucken wir mal nach, was hier sonst noch so ist. Erstmal die ganze Kohle wieder abstauben hier. Tridi, der alte Abstauber. So, irgendwie müssten wir auch... Wie wir hier hochkommen, weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann. Aber wir können hier in die Kanalisation. Und unsere Aufgabe war es, in der Kanalisation... erstmal dich zu finden. Ja, war gut. Muss man schon sagen. Und zwar... sollen wir ja die Goth-Kinder... stimmt eigentlich. Die Goth-Kinder sollen wir rekrutieren. Wie sieht's denn eigentlich aus, Quest? Hm. Ich brauche noch Zigaretten. Okay, dann gehen wir Zigaretten holen. Ich bin schon zu weit in der Story. Die müssen wir später runter. Ist nicht so schlimm. Gehen jetzt erstmal die Goth-Kinder rekrutieren. Können wir nehmen. Ja, ja, der gute alte Butters. Nebenbei können wir auch auf dem Weg zur Schule noch vielleicht noch ein paar. Sachen abstaubern. Gott, wo waren denn nochmal die Zigaretten? Ah, ich weiß wo. Das nehmen wir noch mit. Das ist hier eh auf dem Weg. Das war hier hin. Ah, hier ist nochmal so ein Banner. Das war natürlich voll Absicht. Ich wusste, dass das da ist. Genauso wie das hier. Ah, ja, das hat Butters auch gesagt. Hier muss ich noch mal kurz rein. Gab's eine Kleinigkeit. Und zwar ist hier die Tür offen? Ja, muss ich gar nicht mehr. Hier kann man nämlich hoch. Man kann seine Kostüme beliebig oft einfärben. Was auch gut ist. So, lassen wir das mal runter. Viel wichtiger, wa? Gehen wir noch hier oben. Denn hier ist der Weihnachtsmann! Ho, ho, ho. Well, looks like you caught Santa checking the police database to see who's been naughty. You wouldn't tell on Santa, would you? Ja, so kommt der Weihnachtsmann an seine Informationen, wer gut und wer böse war. Ah, das hatte ich schon gemacht, ja. Where are your parents? Nicht hier. Wenn du schon fragen musst. So, möchte ich hier nach hinten. Kann man nochmal eine Parkour ausrauben. Wenn wir schon hier sind. Sacken wir alles ein, was wir finden. Last cigarette. You guys got more? Yeah. Get lost, kid. We're trying to smoke here. Na, da haben wir doch schon. Hier sind die Zigaretten. Und die wollen wir uns jetzt natürlich schnappen. Dafür müssen wir die Sechsklässler verprügeln. Und dafür gibt es erstmal Dartpfeile auf alle. Dann würde ich mal sagen, wir machen das Schlaflied. Sleep now, the whippoorwills are dancing. Gently now put your mind to rest. Das ist ziemlich stark. Damit schläft jetzt nämlich jeder. So, ich benutze mal meine normale Waffe.
Seht schon, ihr könnt damit Gegner verlangsamen. Ist ziemlich stark. Mit dem Power Cord können wir TP regenerieren. Und damit können wir jetzt nochmal buffen. Swallow. I had a nice lance that she said that she set up her. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. was uns noch viel stärker macht. New material? Ow. Ach ja. Letzter Überlebender. New material? Und damit haben wir gewonnen. Woohoo. Damit haben wir die Zigaretten. Ein Zippo. Das brauchen wir gar nicht. Ich glaube, das Zippo... Ich habe den Weihnachtsmann als Freund. Woohoo. Das Zippo müsste eigentlich besseres Feuer sein. Gucken wir nach. Was haben wir hier? 20 Schaden einfach nur. 25. Ja, und wie das bessere Feuerschaden ist. Damit ist unser Dartpfeil noch böser. Was haben wir denn hier eigentlich? Schaden und Rüstung. Ich werde nicht auf Rüstung gehen bei dem Charakter. Ich komme hier mal zurück zu Jimbo schnell. Wobei, nee, wegen der Quest. So, naja, egal, ich gehe trotzdem mal hier hin. Hier, der verkauft nämlich auch. What can I do for you, Duke? Ja. Und zwar möchte ich gern verkaufen. Und zwar erstmal das hier alles. Damit wir wieder ein bisschen Kohle haben. Dann, was haben wir denn noch an Verkauf hier? Die Bachal. Kann einen je verkaufen. Die verkaufen wir auch nochmal. Kann die eigentlich was? Perfekter Angriff. Ja, ich nehme sie mal mit. Angriff erhöht nach einem perfekten Angriff. Das ist schon ziemlich böse. Zwei Slots, Waffenschaden und Rüstungswert. Und erreicht den Gegner dahinter auch noch. Also die ist theoretisch. Das ist eigentlich wirklich gut. Ich meine, ich habe keinen Rüstungswert, dementsprechend wird der Waffenschaden nicht noch erhöht. Aber machen wir mal Ekel. Und Eis runter. Und dann auf meine Waffe drauf. Erstmal Eis und Ekel. So, wenn ich jetzt Rüstung noch hätte. Ach nee, die ist nicht gut. Dann hätte ich noch mehr Damage. Ich müsste... Was hat denn hier Rüstung? Das KKK-Set hat Rüstung. Kleid hat Rüstung, du hast Rüstung. Weniger Alien-Schaden. Da muss ich die MP-Heilung reinpacken wieder. Wechseln wir mal auf den KKK. Aha, mehr Schaden durch Einhandwaffen. Mehr Bogenschaden. Noch mehr Rüstung. Einfach nur mehr MP. Mehr Geld. MP, MP. Noch mehr Schaden. Jede Runde TP heilen. Nee, ich hätte gern MP durch Heilung. Da haben wir sie. Dann haben wir hier drauf Zusatzschaden. Da nehmen wir auch was mit Rüstung.
Die hat 6 Rüstung. Die hat sogar 8 Rüstung. Und die hat 10 Rüstung. Nice. Dann packen wir noch mehr Rüstung drauf. Was haben wir denn? Und sonst noch? Ja, das ist Konter. Mehr Schaden. Das mit dem Bogen ist relativ gut. Das zählt nämlich, glaube ich, auch für andere Sachen. Aber Moment mal. Das war doch Spielmann. Ja, nee. Da behalte ich den KKK-Helm. Was haben wir hier noch Schönes? Was habe ich denn hier dran? HP-Sauger, das mache ich auch noch. Jetzt hätte ich aber gerne noch ein bisschen Rüstung. Das ist ziemlich geil. Mein Begleiter stirbt und jetzt brauche ich noch TP-Sauger. Das ist darauf ausgelegt für den Begleiter. Wenn der Begleiter stirbt, kriege ich einen Buff. Hier auch. Hier auch. Und durch die, dadurch, dass die Waffe jetzt auch noch durch die Rüstung Schaden dazu kriegt, sind wir ziemlich, ziemlich stark geworden. Ich mag den Helm aber nicht. Der sieht scheiße aus. Habe ich nicht irgendwas Besseres? Was zwar trotzdem noch ein bisschen Rüstung gibt. Ich meine, ich könnte die Alufolie draufpacken, aber die hat keine Slots. Ich gehe, glaube ich, einfach trotzdem... Naja, gut. Wir nehmen den Helm. Wie sieht das denn aus? Das ist einfach nur mehr Schaden. Machen wir die. Das nehmen wir wieder. Das hatte ziemlich Style. Und zwar, wo haben wir jetzt die MP-Sauger? Hier. Ja, das ist. Das sieht eigentlich ganz cool aus so. Haben wir zwar ein bisschen weniger Rüstung, aber das geht eigentlich. Ich habe was komplett vergessen. Und zwar eine Sache noch, ganz wichtig. Die muss wieder runter. Wo ist meine Glatzenkappe? Zieh ich wieder aus wie Heisentrini. So, und damit werde ich auch die Episode beenden. Wir haben jetzt gegen Ende noch ein bisschen meinen Charakter ausgerüstet und umgestellt. Beim nächsten Mal... Ich weiß noch nicht, was wir beim nächsten Mal machen. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder hier, wenn wir South Park weiterspielen. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Euer Trini. Ach ja, wir gehen zu den Goths. Das war's.